In einem neuen, dreiteiligen Sachstandsbericht des Robert-Koch-Instituts werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit in Deutschland umfangreich und aktuell zusammengefasst. Was bedeutet der Klimawandel für die Bundesrepublik Deutschland, die Menschen und die Politik? Dazu hat ein vom Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Netzwerk, bestehend aus über 90 ExpertInnen von mehr als 30 nationalen Institutionen, Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen, eine aktuelle Bestandsaufnahme erarbeitet. Der Klimawandel beeinflusst auf vielen Wegen die menschliche Gesundheit. Der zweite Teil des Berichts befasst sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf nicht übertragbare Krankheiten und die psychische Gesundheit. Die durchschnittliche Temperatur in Deutschland lag im vergangenen Jahrzehnt rund 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. 8 der 10 heißesten Sommer seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 wurden in den letzten 30 Jahren verzeichnet. Hitze kann bestehende Beschwerden bei Erkrankungen wie zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege oder der Nieren verschlimmern und kann auch bei der Medikamenteneinnahme teils schwerwiegende Nebenwirkungen auslösen. In Hitzeperioden wird, insbesondere in den höheren Altersgruppen, ein deutlicher Anstieg von Sterbefällen beobachtet. Der Klimawandel wirkt sich auch auf die UV-Strahlung, Luftschadstoffe und Allergene wie Pollen aus. Er verändert in Deutschland die Einflussfaktoren auf die UV-Strahlung und damit die UV-Strahlungsbelastung jedes Einzelnen. UV-Strahlung ist krebserregend, kann zu ernsten Erkrankungen von Haut und Augen führen und ist eine der Hauptursachen für Hautkrebs. Auch schlechte Luftqualität erhöht das Risiko für viele Erkrankungen. Eine Zunahme von Perioden extremer Hitze oder Dürre kann gleichzeitig mit erhöhten Konzentrationen von Luftschadstoffen einhergehen. Etwa dann, wenn Wald- und Vegetationsbrände nach langen Dürreperioden auftreten. Der Klimawandel beeinflusst auch das Auftreten, die Häufigkeit und Schwere von Allergien, Asthma und Neurodermitis. In den letzten Jahren hat zudem die Anzahl und Intensität von Extremwetterereignissen zugenommen. Und es wird erwartet, dass auch in Zukunft häufiger mit solchen zu rechnen ist. Sie können zu Verletzungen, traumatischen Erfahrungen und psychischem Stress führen. So können sich Extremwetterereignisse, steigende Temperaturen und Sorgen vor den Konsequenzen des Klimawandels auch auf die mentale Gesundheit der Bevölkerung und deren Ängste auswirken. Um diesen Risiken zu begegnen, empfiehlt der Bericht, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren und Organisationen vor Ort zu stärken und strukturelle Verhältnisse zu schaffen, die förderlich für die Gesundheit und das Klima sind.